So, hallo, wir machen weiter bei Kirby und das verlorene Land. Wir sind im Freizeitpark angekommen und da werden wir jetzt gleich mal in das erste Level reingehen und uns über den Freizeitpark freuen. Ich muss ja sagen, also das ist wirklich jetzt mal eine Welt, wo ich... Huch, nein. Gut. Ich habe Nein gesagt, aber ist okay, schick mich hier hin. Wahrscheinlich habe ich mit den Tasten nicht Nein gesagt, aber gesagt habe ich Nein. So, wir sind in den Vundaria-Ruinen. Und bevor ich jetzt hier nochmal rumfliege und versehentlich in Waddle-Dee-Stadt lande, gehen wir einfach direkt rein, würde ich sagen. Ja, ich bin etwas, etwas befangen, weil bei einem Freizeitpark freue ich mich schon drauf und erwarte auch in gewisser Weise etwas. Mal gucken, ob meine Erwartungen enttäuscht werden oder nicht. Also ich sag mal, wenn es normale Levels sind, ohne irgendwelche Spezialfeatures, die man einem Freizeitpark zuordnet, werde ich wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht sein. Na, wenn zum Beispiel die Achterbahn so wie hier nur im Hintergrund bleibt. Ich will auch Achterbahn fahren. Ich hoffe, wir dürfen Achterbahn fahren. Aber ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was daraus wird. Hast du mit einer Mission zu tun? Die Ente hat doch safe mit einer Mission zu tun, wenn ich hier schon mehrere Enten sehe. Vor allem, die laufen mir nah. Die haben hundertprozentig was mit einer Mission zu tun. Ich weiß noch nicht, mit welcher Mission. Ich habe noch keine Entenmama gefunden. Gibt es hier noch Enten? Nein. Okay, ich glaube, bisher haben wir alle Enten, die es gibt. Ah, hier ist noch eine. Gewesen. Hä, wo ist die hin? Hallo? Ah, da. Aber das ist immer cool, wenn man neu in einem Freizeitpark ist und sich noch nicht auskennt und dann so eine Karte bekommt, wo man einfach überall hin kann und so weiter. Ich bin ja sowieso so ein Freizeitparkgänger, ne? Also, wir haben in Deutschland so gut wie alle Freizeitparks abgeklappert, familiär. Schon seit ich in der Schule war. Im Prinzip jede Ferien irgendwo anders Urlaub gemacht, damit man die nächsten Freizeitparks mitbekommt. Und daher, ja, also, ich bin sehr Freizeitpark-affin. Kann ich ein Foto machen? Oh, lol, Tatsache. Das ist safe auch eine Mission. Nein? Okay, dann ist es einfach nur ein Gag. Aber ein schöner Gag. Kann ich auch da oben rein? Oder... Ah, es geht auch so rum. Witzig. Okay, das war cool. Ja, ist in Ordnung. Nein, jetzt ist in Ordnung. Jetzt können wir wieder raus. Ach, hier ist die Entenmama. Jawohl. 1, 2, 3, 4, 5. 4? Okay, wo ist die 5? Hier drin? Oha. Okay, wo ist die 5? Die Frage ist, bin ich an der 5 schon vorbei? Oder kommt die später? Weil das kann ja auch sein. Einfach am Ende des Levels dann. Hier ist keine, ne? Nee. Hier ist keine Ente unterwegs. Hier in der Ecke, aber da habe ich auch geguckt. Nee, dann kommt die vielleicht erst noch, die 5. Jetzt holen wir uns erstmal unsere Vulkanfähigkeit. So. Moment, aber das fühlt sich an, als ob ich hier weiterlaufen würde. Muss die doch hier irgendwo sein, die 5. Nein.
Wo ist die 5? Oh mein Gott. Sie musste hier irgendwo sein. So. Sehr schön. Nur Interesse halber hätte ich zurückgekonnt. Das ist ein kleiner Kritikpunkt, den ich am Spiel habe. Dass man die Abschnitte nicht zurücklaufen kann, weil es ergibt keinen Sinn. Aber gut. Oh. So, erstes Fahrgeschäft. Was dürfen wir fahren? Yay! Wir dürfen ausweichen. Aber das geht auch gar nicht hoch und runter. Das sollte hoch und runter gehen. Du funktionierst nicht richtig, du bist kaputt. Ist das Öl? Nein, okay. Ist das einfach so ein Schlamm, Schleim, irgendwas? Okay, ich habe eine Karotte eingesammelt. Aha. Sag mal, könnt ihr auch irgendwann mal hochfliegen? Was ist das denn für eine lahme Attraktion hier? Okay. Okay, die fahren hier immer auf der Straße entlang. Das sieht zumindest jetzt mal ein bisschen flotter aus. Okay, da gibt es den Hammer. Brauche ich den Hammer? Das erfahren wir daher, wenn der wiederkommt. Und wenn er nicht wiederkommt, brauchen wir den nicht. Okay, da ist ein Schalter. Aha! Ach, lol. Wie schwierig, darüber zu kommen in der Zeit. Richtig, richtig krasse Challenge. Okay. Nummer 1. Von den Waddle Dee gefunden. Prima. Jetzt frage ich mich natürlich bei sowas gleich, kann ich da hinterher? Nein, da ist eine Wand. Habe ich mir gedacht. Okay. So. Noch ein Schalter. Okay. Ja, okay, das ist der normale Weg. Ist nichts mit Zeit jetzt. Aber dann gehen wir... Wait, ist der normale Weg, sag ich. Ist nicht der normale Weg. So, kann ich in die Löcher... Okay, ich kann in die Löcher nicht rein. Das wäre ein gutes Versteck gewesen, ehrlich gesagt. Kann ich so in die Löcher rein? Hier nicht. Hier nicht. Okay, schade. Hätte ein gutes Versteck sein können. Ich hoffe, ich habe alles. Denn ich kann ja nicht zurück. Na, hier ist ja keine Tür mehr. Warum auch immer man einfach nicht zurück darf. Das Argument durfte man in den früheren Kirby-Spielen auch nicht, lasse ich übrigens nicht zählen. Ich finde das nicht gut. Oh, wir dürfen Achterbahn fahren. Oh, wir dürfen Achterbahn fahren. Nice. War wahrscheinlich, indem wir das Ding einsaugen oder was? Ja, habe ich mir gedacht. Okay. Geil. Let's go!
hoffe, die ist mit Looping. Hui! Oh. Schalter. Oh, eine Stimmt, wir hatten schon lange keine Kapsel mehr, ne? Aber weil wir keine Level gespielt haben. Alles gut, ja. Oh, nice. Würde fahren. Aua. Ach, Mensch. Da frage ich mich doch gleich wieder, ob es... Ah, nein, ich habe den Schalter verpasst. Ja, nochmal, ich habe den Schalter am Schluss verpasst. Am Schluss ist ein Schalter. Und ich frage mich direkt wieder, ob es hier eine Challenge ist, alles einzusammeln. Na, das kann nämlich gut sein. Aber damit hat das erste Level schon meine Erwartungen erfüllt. Finde ich gut. Wir dürften Achterbahn fahren. So, zack. Aber die will ich auch fahren, in echt. Die sieht cool aus. Die ist echt nicht schlecht. Kann die mal irgendeinen Freizeitpark nachbauen? Hui. Aber die beste Achterbahn ist und bleibt Talon im Phantasialand. Also die aktuell beste, die ich kenne. Vielleicht gibt es mehr, kann sein, aber die aktuell beste, die ich kenne, ist Talon. So, wann kam der Schalter? Jetzt irgendwie, ne? Ach, scheiße. Nee, jetzt. Genau. Ah, siehst du mal, war nämlich ein ganz wichtiger Schalter sogar. Okay, also ich hoffe, es gibt keine weitere Challenge auf der Achterbahn. Aber wir werden sehen. So, ein nimmt keinen Schaden bei der Fahrt oder sowas, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber wir gehen erstmal weiter. Ich werde jetzt nicht auf Verdacht versuchen, Challenges zu erfüllen, die es gar nicht gibt. Solange ich das nicht schwarz auf weiß bekomme, werde ich dafür keine Zeit aufwenden. Ah, das ist ein sehr schöner Freizeitpark. Das ist nicht, was ich wollte. Tschüss. Hoppala. Nein! Gib mir das. Mach dich weg. So. Okay. Ich sehe da was. Aber das scheint mir nur eine Frucht zu sein. Ah, nein! Ah, okay. Ich dachte, es ist weg. Er scheint mir nur ein Essen zu sein. Meine Nerven. Genau, hier rein, hier rein, hier rein. Ah, nee, ist eine Kapsel. Okay. Alter! Mach dich weg. Okay, da drüben fliegt jetzt ein Wotteldi rum. Aber Essen bräuchte ich stattdessen. Okay, passt aber. Den Wotteldi kriegen wir. Easy. Nummer 3. Sehr schön. Bisher nichts verpasst. So, Essen wäre jetzt nicht schlecht.
Da hinten glitzert's. Das gibt Essen. Yes. Perfekt. Aber ich weiß natürlich, für sowas könnte man jetzt... Wow. Für sowas könnte man jetzt auch aus dem Bottledy-Dorf sich was zu essen mitgenommen haben, ne? Und könnte es dann einsetzen. Ist mir schon bewusst, aber ich will erstmal ohne das spielen. Und nur mit denen spielen, was mir das Level gibt. Auch hier, ich kann nicht zurück. Naja. Yes. Aber es ist schon mal ein sehr, sehr schönes erstes Level im Vergnügungspark, muss ich sagen. Taugt mir. Kann ich da hoch? Noch nicht. Okay. Wahrscheinlich einen Schalter jetzt irgendwo drücken oder sowas. Oh, What the heck? Machen jetzt hier einen auf Mario Sunshine. Ah, ich muss die hier alle gießen. Das ist eine Mission. Hundertprozentig. Ja. 8 Stück. 8 Stück. Okay. Aber hier ist Schluss. Wo sind die anderen 4? Dann kommen die später. Dann kommt es nochmal sowas in der Art wahrscheinlich. Weil hier sind auch keine verweckten Blumen, ne? Nee. Dann kommt es nochmal. Weil hier sind keine anderen Blumen. Also gut darauf achten, wenn wir nochmal so ein Wasserding bekommen. Ah, jetzt wahrscheinlich. Dann müssen wir die restlichen Blumen finden. Oh, guck mal, jetzt können die fliegen. Siehst du mal. Sag doch, das funktioniert. Ja, hier ist es, okay. Die Idee ist schon wild. Oh, jetzt machen wir es komplett kaputt. Genau, da sind die anderen 4. Prima. Gut. Alles gefunden. Oh, das gibt sogar eine Scroll. Das ist ja nice. Das ist nicht nur eine Mission, das ist auch noch eine Scroll. Dann haben wir aber auch alle Missionen, ne? Ne, eine fehlt noch. Okay, eine könnte noch auftauchen danach. Spielzeughammer. Okay, nice, nice. Okay, also entweder die Mission kommt noch oder sie war bei der Achterbahn dabei. Die da jetzt mal weg. So. Abflug hier. Mission könnte aber auch sein, hier alles freizulegen. Ah, das muss man sogar machen.
Okay, das muss man sogar machen. Nee, muss man nicht. Das war nur für den Bottle Dee. Und zwar den letzten. Sehr schön. Hui. Ah, shit. Okay, dann ist es hundertprozentig irgendwas mit der Achterbahn. Dann müssen wir aber alles nochmal spielen. Zweiter Kritikpunkt. Weil wir die letzte Mission nicht gefunden haben. Was muss ich tun? Wett? Ist das ganz, ganz, ganz am Anfang? Das ist ganz am Anfang. Da ist diese Statue mit der Rakete gewesen. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Wirklich. Ja, dann müssen wir da jetzt nochmal rein. War ich nicht hoch genug? Jetzt mal ganz im Ernst. War ich nicht einfach hoch genug auf der Rakete? Hätte ich noch ein kleines Stückchen höher gemusst. Wirklich? Und jetzt muss ich alles nochmal spielen. Weil wir das verpasst haben. Ja, das ist ja mehr als bescheuert. Muss ich das komplette Level nochmal spielen? Ah, Nintendo. Einmal mitdenken. Wait. Die komplette Achterbahnfahrt wird geskippt, wenn man den Gang nicht aufmacht. Das ist ja krass. Die komplette Achterbahnfahrt ist somit nur Bonus und der Bottle Dee halt. Und die Kapsel. Ja, das ist ja cool. Okay, damit kommen wir mal schneller durch. Aber dass ich die ganze Wolle... Oh, wow. Ich kann die ganze Fahrt skippen. Das ist krass. Das ist ja richtig krass. Ah, das war nicht der richtige. Scheiße. So. Keine Zeit hier für den Kindergarten. So, easy.
Okay, hat gar nicht so lang gedauert, aber trotzdem unnötig. Echt unnötig. Nur wegen einer Mission, ey. Die am Anfang, die im allerersten Screen ist. Ah. Na schön. So. Dann machen wir noch eine Straße. Ach, und dann holen wir uns erstmal den Hammer. Wir holen uns erstmal den Hammer. Du musst mir jetzt nicht sagen, dass da was Neues ist. Ich weiß das. Kann ich das skippen? Nein? Okay. Ich weiß es doch. Alter, dieses Gepiepe. Brauch ganz schnell eine Maxi-Tomate. War hier eine? Ja, ne? War hier nicht irgendwo auf einer Bank? Ach, da ist die Bank nicht mehr da. Ah, ist ja blöd jetzt. Dann anders. Ja, hör auf zu piepen. Ich ruhe mich ja schon aus. So. Und da Ruhe ist. Ja, moin. Jawohl, Spielzeughammer, Blaupause. Ab dafür. Upgrade. Upgrade. Los geht's. Jawollo. Was kann der jetzt? Kann der jetzt was anderes? Ja, darauf bin ich schon gekommen. Okay. Kann also nichts Neues, aber ist stärker. Sehr schön. Hopp. Abflug. So, jetzt aber schnell noch eine von den Straßen mitnehmen. Ach, das passt doch. Hammerschatz. Ab dafür. Der Hammerschatz. Immer feste drauf, Hammerprüfung. Jawollo. Achso. Ist es einfach nur kämpfen oder was? Ja, okay, ist einfach nur schlagen. Mann! Ja, bleib gleich hier. So. Und jetzt wieder so ein Kampf. Ja, natürlich. Aber ich schätze, es ist wahrscheinlich effizienter, diesen Hauptschlag zu verwenden. Oh ja, das ist böse effizient. Oh shit. Okay, ja. Aber ich war zu langsam. Klar. Okay, also ist wieder so ein reines Kampfding. Wie beim Schwert. Wie schnell muss ich denn wehren? Okay, 8 Sekunden. Kriegen wir hin. Wenn ich jetzt schon weiß, was da kommt, lade ich halt sofort auf den Hammer. Und dann hämmern wir den Typen sowas von weg.
Na, wo fahre ich denn hin? So, auf geht's. Hallo. Gut. So. Also die brauchen alle nur einen Schlag, da muss ich nicht aufladen. Ich glaube, hier ist am schlauesten einfach an einem Ort zu bleiben. Und die zu hauen, wenn die da sind. So, jetzt kann ich aber aufladen. Scheiße. Ja, okay. Gut. Und jetzt kann ich aber wieder aufladen. Nein, ich hab verpeilt. Ach, scheiße. Ich hab verfehlt, das gibt's doch nicht. Ah, oh, peinlich. Ja, jetzt hätte ich durchs Ziel gemusst. Ja, ach komm schon. Ach komm schon. Okay, da brauche ich jetzt auch gar nicht durchlaufen. So nicht. Schlechter Start. Kommen jetzt die Hasen? Ja, dann bleibe ich nämlich hier und warte einfach, bis die zu mir kommen. Und jetzt kommt der Große. Scheiße! Okay. Nein, wieso verfehle ich denn immer den ersten Schlag? Das ist so dämlich. Ach komm, ey. Komm schon. Komm schon. 5 Sekunden, um ins Ziel zu laufen. Yes. Huh. 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 Okay, nice. Gut, haben wir das auch abgehakt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und sag tschüss.